Herzlich willkommen auf der Photovoltaikanlage Schafflerhofstraße, einem der größten Solarkraftwerke in Österreich. Hallo, mein Name ist Julia Venin. Ich bin Projektentwicklerin bei der Wien Energie und bin dort für die Entwicklung von neuen Projekten im Bereich Photovoltaik zuständig. Hallo, mein Name ist Ernst Höckner und ich arbeite in der Forschungsabteilung bei Wien Energie. Bei der Agrarphotovoltaikanlage geht es um die Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen. Einerseits wird eben die Fläche zur Stromproduktion mittels Photovoltaik genutzt und andererseits werden auf der Fläche gleichzeitig auch Nahrungsmittel produziert. Der Vorteil der Agrarphotovoltaik ist derjenige, dass im Prinzip das Problem der Flächenkonkurrenz gelöst wird zwischen Landwirtschaft und Energiewirtschaft. Die technischen Besonderheiten dieser Photovoltaikanlage sind, dass die Module vertikal aufgeständert sind und dadurch eben diese landwirtschaftliche Bewirtschaftung zwischen den Modulreihen ermöglicht wird. Eine weitere technische Besonderheit ist auch, dass hier bifaziale Module verbaut werden. Diese können sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite Strom produzieren. Seit der Errichtung der Anlage wurde im letzten Jahr zur Revitalisierung des Bodens Luzerne angebaut und im Herbst drei verschiedene Getreidesorten. Wintergetreide, Wintergerste und Winterdinkel und zusätzlich heuer im Frühjahr noch die Sojabohne. Jetzt befinden wir uns hier auf einer anderen Art der Agrarphotovoltaik mit klassischen südausgerichteten Paneelen. Hier in der Agrarphotovoltaikanlage Schafflerhofstraße leben von April bis Oktober ca. 100 bis 150 Schafe, die hier unter den Paneelen einen natürlichen Grünschnitt machen oder die Fläche beweiden und somit die Module verschattungsfrei halten. Ein Vorteil der Beweidung mit Schafen ist, dass das Risiko des Steinschlags und der Staubentwicklung minimiert wird. Außerdem hat die Beweidung mit Schafen auch einen positiven Effekt auf den Boden und auf die Artenvielfalt der Fläche. Auf der Anlage befinden sich auch mehrere Vogelnistkästen, welche die Artenvielfalt und die Biodiversität auf der Anlage erhöhen. Besonders stolz bin ich in meinem Job darauf, dass ich die Energiewende mitgestalten und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.